Da! What the fuck? Ich... Es ist nicht mal Blutmond! Was? Ja, wie es aussieht, kommt jetzt gleich ein Blutmond? Vielleicht? Ich hatte sogar ein Schwert. What the fuck? Ich hoffe, man hat noch halbwegs gesehen, wie der hochgegangen ist gerade. Der Schrein. Weil ich habe das jetzt nicht erwartet. Ich habe es eigentlich gerade so nebenher. Hatte ich währenddessen nicht ein Video geklotzt hab. Von dem guten Klosetto. Oh. Hab ich... bin ich ja ein bisschen am Warten gewesen mit dem Spiel, damit endlich mal Blutmond kommt. Und jetzt habe ich gepennt, bin einfach mal wieder darauf, um mich dann wieder AFK hinzustellen und weiter das Video zu schauen, und auf einmal kommt diese Cutscene. Wo zur Hölle? Hier. Oh Mann. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Es ist obwohl nicht mal Blutmond. Also es kommt jetzt wahrscheinlich ein Blutmond. Gleich. Da ist er. Okay. Ist mir egal. Ich hab's endlich geschafft. Am Donnerstag kam keine Folge. Weil ich damit beschäftigt war, auf den Blutmond zu warten. Es hat ein bisschen gebraucht. Ein bisschen, ja. Das war nicht schön. Es war überhaupt nicht schön. Aber jetzt endlich. Endlich. Wie zur Hölle. Ich weiß nicht. Warum jetzt auf einmal passt? Also, nein, Quatsch, ich weiß, jetzt ist Blutmond endlich. Ich bin nur so happy dafür. Endlich Blutmond. So, oh, es ist ein Kampf. Ja, den mache ich so, ich mache den so kaputt. Ja, man, nur müde Rocky. Hm. Ja, Rocky. Ich so, Rocky. Oh, ich will jetzt einfach vernichten. Hier, jetzt wird vernichtet. Wo ist das Masterschwert? Das wird vernichten. Und natürlich auch ein Schild ausrüsten. Ja, ein Schimmelschild. Mehr brauchen wir nicht. Für dieses Stück Dreck, das jetzt gleich hier hochkommt. Ein verdammter... Wer kam auf diese beschissene Idee? Den Schrein so... Oh, das war so ätzend. 60, okay. Immer noch. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist es normal. So. Ich glaube, wir sollten auch kurz was futtern. Damit wir... Ja. Ja. Damit es... Obwohl, schießen wir jetzt nicht? Nee. Ach, egal. Ja, das ist anscheinend nicht so viel besser. Huch! Der hat sich gar nicht... Okay. Ich dachte nicht, dass es jetzt so schnell losgeht. Egal. So. Was soll ich sagen? Das Masterschwert wird hier nicht stärker. Einfach so nicht. Einfach so ohne Grund. Ja, was soll es eigentlich? Hm? Oh nein, was soll ich nur tun? So, jetzt können wir auch Bogen rausholen. Und bisschen davon. Du machst keinen Dreck. Ja, nein, nicht. Wenn das nicht hier bin. Zwei Schrottsachen da. Schauen wir gleich mal. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht. Können wir mal wenigstens das Schild anschauen. Das hier hat nämlich schon eine Menge weggefressen. An Schaden. Oh, hoppala. 30. Ah. Das ist wahrscheinlich auch nicht so viel besser. Oh. Warum ist das Zeug so schlecht? Na gut, egal. Wir holen uns unsere Belohnung. Es wurde Zeit, ey. So Zeit. Es wird Zeit, dein Eisschwert. Ja, ja. Ich will es trotzdem rausholen. Ich weiß, muss man nicht, aber... Ich kann nicht einfach nein sagen. Ich will die Kiste öffnen. Das ist schon fast eine Krankheit. So. Wie das sich fühlt, das sieht so... Oh, Link, komm, jetzt kann er endlich... dieses tolle Item da holen, das ich ihm
das ich ihm da bereitgestellt hat, damit er sich besser, also besser gewappnet ist auf seine Reise. Dann holt Link das raus, schaut sich's an und wirft's einfach zur Seite. Hey Mann, das war teuer, du Arschkopf. Was soll das? Ich hab das hier als Geschenk geholt und du wirfst es einfach weg, Mann. Hey, Gott, verdammt, nimm doch ein doofes Zeichen. Ein doofes hier, nimm dein Zeichen. Ich will es gar nicht mehr, wa? Ja, Zeichen der Bewährung. Ganz ruhig, Mann. Ich hab bessere Waffen. Ja, bessere Waffen. Ich hab meinen Arsch aufgerissen, um die Waffe für sich zu holen, ey. So, es fehlt nur noch ein Schrein. Den will ich aber jetzt noch nicht machen. Den will ich in der nächsten Folge machen. Damit wir da schön. Obwohl, nein, machen wir den jetzt. Damit wir schön alle haben. Ah, aber ich habe jetzt schon. Ah, genau. Ja, dieser verschissene Blutmund. Dieser verdammte dreckige. Dieser Blutmund. Ich hasse ihn. So sehr. Hier ist der, da in die Richtung, da ist der letzte Schrein. Da gehen wir auch schon hin und. Ja, los, mach doch deine dumme Drecksanimation, ja? So, Link! Der Blutmond, der kommt immer mal wieder. Es sei denn, du brauchst ihn. Ah, dann nervt er dich. Ah, es sei denn, du brauchst ihn, dann nervt er dich nicht, weil dann gibt's ihn gar nicht. Ja, lass mich Ruhe, Blutmond. Es hat wirklich mehrere Stunden gedauert. Ohne Scherz jetzt. Aber sonst ist natürlich immer, oh ja, Blutmond, okay, nächster Tag, oh ja, Blutmond, oh. Oh, nächster Tag, oh ja, es blutet gleich zweimal der Mond, oder? Gleich zwei Blutmond am Himmel, das geht gar nicht, ist mir egal. Trotzdem, hier, zweimal. Schon mehr auf zu meckern, du Kacknub. Ja. Du bist nur nicht geskillt genug, um die Blutmonde herzurufen. Jetzt bist du wieder normal, ne? Oh Mann. Oh Mann. All die schönen. Wie heißt die Tate? Feuersteine, die ich verschwendet habe, ey. Und ein paar Mal bin ich auch durch den Tag, oder habe ich ziemlich lange gewartet, ohne pennen zu gehen. Weil ich war mir nicht sicher, ob man das irgendwie nicht machen darf, aber anscheinend darf man das schon, damit der Blutmond kommt. Und ich habe zwischendrin auch so ein paar Mal da oben das Licht gesehen vom Herr der Winde. Herr der Winde. Wie? Grog? Den hole ich mir. Wow. Hole ich mir wirklich. Ich dachte schon, dass er hier irgendwie bei der Klippe ist, aber nicht gleich direkt ein komischer Stein. Ich dachte ja, da wäre irgendwie eine Höhle oder sowas, oder was weiß ich. Oder eher da unten irgendwo. Da unten ist er wahrscheinlich auch noch einer. Egal. So. Lass mich hoch. Bitte Ausdauer nicht schimmeln. Danke. Ich hasse ihn. So. Dann machen wir jetzt super Speed laufen. Seht ihr? Wup, 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 wup. Ohne dass Ausdauer weggeht. Rennen, ja? Wie macht er das nur? Hackt er jetzt oder was? Nee, ich hab's glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe ja schon mal einen Speedrun von dem Spiel gesehen. Vor keine Ahnung wie vielen Monaten mittlerweile schon. Und wenn man auf die Pfeifentaste drückt und währenddessen die ganze Zeit auf. Oh. Moment, ich hab's gleich. Und wenn man währenddessen die ganze Zeit auf die Renntaste draufhämmert, dann kann man so. Man ist dann nicht genauso schnell wie wenn man rennen würde, aber man ist auf jeden Fall schneller, wie wenn man nicht rennt. Es ist nur ein bisschen scheiße zu halten. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo versteckt er sich? Wo versteckt sich der Schrein? Ich kann ihn riechen. Nein, kann ich nicht. Aber. Keine Ahnung. Da ist was Interessantes. Die Steine sind in der Luft. Was war hier los? Ah. Hallo, Steinchen. Was finden wir hier denn Schönes? Wupp. So. Pow! Ha! Hä? Oh, Moment. Warte, ich kann in der Luft nicht werfen? Das ist doof. Ich will es gar nicht holen. Ich weiß, ich könnte irgendwie höher hin. Aber kein Bock. Für eins ein Popelteil, wo wahrscheinlich nur ein Erz rauskommt, das wir verkaufen können.
Nee, nee. Oh, da hinten. Ah, oh, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Ja. Ich habe nämlich vor 2 Tagen, als ich auf den Blutmond gewartet habe, auch ein bisschen rumgegoogelt. Einfach nur, weil ich nichts zu tun hatte. Da habe ich auch den letzten Schrein nachgegoogelt. Ich habe es mittlerweile schon fast vergessen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen, als ich das gesehen habe. Gurzelle? Bitte, bitte, bitte? Was? Erstmal. Es ist weg. Irgendwo ist da was, das wir abschießen müssen. Oder normalerweise muss man bei den Sachen was abschießen. Wir werden es gleich raus... Opa, gleich rausfinden. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Und jetzt tauch auf! Was? Ach so, man darf nur nicht zu nah dran und das war genau die Grenze. Wie bescheuert. So. Ich will jetzt auf Super Agro-Mod. Los! Pow! Und wo ist der Letzte? Zeig dich! Was? Lass mich entdeckt! Ja, lass mich Ruhe. Scheiße. So, hier brauchen wir auch gleich wieder einen Pfeil. Pfeil, boom. Pfeil, boom. So müssen wir irgendwie durch 2 Löcher gleichzeitig schießen oder sowas. Ist halt jetzt nur doof, weil ich keine Ahnung habe, welche. Oder ob es egal ist. Da gibt es auch anscheinend mehrere. Hallo, du. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo eine Erklärung. Eine Quest-Erklärung. Von wegen, hey, das ist ein cooles Rätsel, schau mal. Oh. Ja, Kashi war zum Beispiel. Hey, weißt du was? Du musst den Ball durchschießen. Bei Blutmond. Das wäre, dann würde ich weinen. Ich würde sterben, innerlich. Hey, du. Hm? Ja, verzeih mir. Ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es war das Letzte, das er mich gelehrt hat, bevor er von uns gegangen ist. Er hat wahrscheinlich auf den Blutmond gewartet. Ach, Verzeihung, ich fürchte, ich habe mich etwas in meinen Erinnerungen verloren. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfern stellt und sie überwindet. Wow. Und möchtest du, ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Ein Fall der Ringe! Ja! Mhm. Die Heldenprüfung erscheint, wenn er sie durchdringe. Durchdringe. Ich darf also entscheiden. Mit den Ringen sind wohl diese Felsen gemeint, aber was ist denn bitte die Heldenprüfung? Das ist ein Mysterium. Oh, ja, mysteriös. Ah gut, okay. Das hätte ich auch so hinbekommen. Ohne die Hilfe des Internets. Einzige Problem ist jetzt erstmal die richtigen Löcher finden. Das hat hier oben hingezeigt. Vielleicht ist das ein toller Ort. So, diese dreckigen Drecksäcke von Nintendo saßen hier bestimmt stundenlang dran, um die genau so zu platzieren, damit man überall nicht irgendwie durch 2 gleichzeitig schießen kann. Das ist nur ganz wenige gibt, wo man das machen kann. Das kann ich mir voll gut vorstellen. Da saßen irgendwelche komischen kleinen Japaner dran. Haben wahrscheinlich ihre Kinder zum... schau an, wie heißt das, wenn die Kinder zur Arbeit mitbringt. Das gibt's hier, glaube ich, gar nicht, aber... Bring dein Kind zur Arbeit, Tag, und dann... Und dann kamen da diese ganzen kleinen Japaner-Kinder her und denen wurde dann so ein Taschenrechner in die Hand gedrückt und ein Bild gezeigt von dem Ort hier und dann los, spaziert so viele komischen Ringe, Teile damit, aber man darf nicht durch 2 gleichzeitig durchschießen können. Und dann sitzen die da rum und rechnen die ganze Zeit rum. Ihr dummen kleinen Japaner gehört. Schau, wir bist eigentlich behindert geworden. Ja, und... So, wie können wir jetzt um die Ecke schießen? Okay, das Loch hier ist vielleicht nicht das, was wir suchen. Oh, ein Pilz. Kriegen wir jetzt Pilze? Fußpilze?
Ja, hat Brücke. Oh. Hier ist er, hier sieht er versprechend aus. Von der anderen Seite aber. Aber hier ist nicht der Kashiwa. Der Kashiwa ist hier nicht. Ja gut. Ganz so versprechend wohl doch nicht. Hier. Das sieht aber versprechend aus. Immer noch. Vielleicht. Hallo. Oh, easy peasy. Bläpp. Oh. Bläpp. Toll. Ich hab nicht umsonst. Ich habe ja nicht die ganz tollen... Ich habe keinen Falkenbogen mehr, ich Depp. Ho! Oh, easy, 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 bam! Sorry. Der schaut besser. Wisst ihr was? Oh, das ist so gut. Jetzt kann ich doch die Folge beenden. Und wir machen die noch nicht, weil ich will das in der nächsten Folge machen, damit ich voll angeben kann. Damit wir da 120 Schreien haben. Das habe ich mir verdient. 2-1. Oh. Was? Jo, habt ihr das gesehen? Ich könnte ja so lange versuchen, irgendwie Link zu verbuggen. So, komm schon. Oh, schade. Egal. So. Blöder Schrein, du. Sieht da gut zu schreien. Ja, hier ist... Was hast du davon? Alles gut. Mann, ich bin glücklich. Wir haben es geschafft. Ja. So, Ich dachte gerade, ich habe schon wieder Blutmund gehört. Also ja, ich beende mal die Folge. Falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Huch, das Geld. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.